Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück hier bei Mafia 1 mit mir Ingo Viva. Und wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Wir müssen jetzt den Oberboss umbringen. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir es schaffen, ne? So, jetzt müssen sie sich mal ein bisschen beeilen, da die beiden, ne? Ach Jungs, kommt doch! Ah, da sind sie. Hallo Vincenzo! Heute brauchen wir ein ganz schweres Geschütz. Wir pusten nämlich heute Morello um. Na, wie wär's denn mit 600 Schuss pro Minute aus einer guten alten Thompson? Für diesen Job könnten wir aber auch traditionellere Methoden anwenden und eine typisch sizilianische Waffe nehmen. Oh, ja, danke. Ich darf jetzt mal wieder den Scheiß nehmen? Naja. Komm, Jungs, jetzt hauen wir uns noch ein schönes Auto. Ich glaube zwar, der hat zwar gar keine. Ich guck mal. Mal gucken, wo er ist. Ach, da oben, da kommt er. Ah, bestimmt ein Nickerchen gemacht, ja. Oder hat ein bisschen das Stottern gelernt. Das nicht mehr zu machen. Was ist das denn jetzt? Was brauchst du? Ach so. Ah, kriegen wir doch kein Auto. Ja gut. Dann suchen wir uns irgendwann aus, Jungs. Ich würde ja tendieren, entweder zu dem hier. Oder zu dem gelben. Gucken, was wir noch hier drin haben. Da passen nur zwei Leute rein. Weißt du was? Dann nehmen wir... Sollen wir das gelbe nehmen? Ja, komm, ey. An so einem schönen Abend. Da muss man doch mal was Besseres nehmen. Komm. Ach, ich dachte schon gerade, die können nie einsteigen, ey. Mal gucken, ein bisschen nach vorne fahren, vielleicht. Komm! Hast du unterhalten bestimmt noch ein paar wichtige Geschäftsgespräche mit ihm gemacht. So. Dann wollen wir mal fahren. Oh, Creme de la Creme. Tonight. The Lost Heaven Dramatic Club. Otello. Thursday, Oktober, der 3. Das soll ein Ticket sein, ey. Mein Gott, sind die groß. Ah, nee, doch nicht. Das ist nur einfach das Plakat. Ich wollte gerade schon sagen, ey. Okay. Dann fahren wir Pauli zum Theater auf Central Island Island und erledige Morello. Achso, jetzt müssen wir nochmal kurz einmal hier langsamer stellen. Jetzt haben wir ja Zeit. Es ist ja keine Begrenzung, die wir jetzt hier haben. Sollen wir mal Reparaturarbeiten wieder? Ja, komm. Ist doch immer wieder schön. Ha. Morgen früh kommt er wieder vorbei, der vom Ordnungsamt. Scheiße, schon wieder muss ich das heile machen. Ha, wer ist das denn bloß? Das sind bestimmt die Kinder, die hier rumlaufen. Obwohl, Kinder habe ich noch nicht gesehen in dem Spiel. Ist ja ganz selten, dass Kinder genommen werden bei Spielen, weil... Wie gesagt, wenn das ein Spiel ist, der ab 16 oder ab 18 ist, das ist ja wegen Jugendgefährdung. Also, man kann zwar nur ab und zu mal so ein bisschen machen, ja, dass man so ein Kind reinbringt in so ein Video, aber jetzt irgendwie großartig da in so eine Welt, da könntest du ja Kinder umbringen, das geht ja gar nicht. Wo, was mal richtig heftig war, in welchem Spiel, das war Homefront. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist auch so ein, da greifen die Japaner an, da Amerika und nehmen alle Feste und so und so. Und da sieht man dann halt dann auch in einer Szene, ist dann halt ein... Oh! Jetzt schießt doch! Ihr seid doch blöd, ey. Ich hätte mich mal da vorstellen müssen. Von dem Auto, so jetzt machen wir mal Begrenzung aus. Weil jetzt, glaube ich, müssen wir ein bisschen schneller fahren. Tu's nicht! Das Auto, haben wir das nicht auch? Ne, doch nicht, das haben wir gar nicht. Naja, hoffentlich reicht das Auto hier aus. Es wäre jetzt nicht das Neueste mehr, ja, das habe ich auch schon länger. Jetzt soll bloß keine Polizei kommen, ey, dann... Oh, bin natürlich keinen Bock drauf. Ne, auf jeden Fall, bevor wir jetzt hier den verfolgen. War auf jeden Fall im Spiel dann halt eine Szene, da ist man in so einem Haus drin. Und man muss es verteidigen, so ein bisschen. Dann hört man plötzlich Babygeheule.
Das ist schon eine. Also man sieht zwar kein Baby, noch ein Baby schon. Oh oh. Scheiße. Bremsen, 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 bremsen. Ah, fuck, ey. Scheiß die Wand an, ey. Jetzt verballert eure ganze Munition nicht. Ja. Dann haben wir noch ein bisschen was anderes hier zu tun, ey. Kann man schaffen, wir noch, bevor er einlenkt. Ja, sehr gut. Ja, Polizei verfolgt uns noch immer. Oh, ein bisschen langsamer, 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 ey. Och. Da hört's auf. Das ist ja cool, ey. Ich, geht jetzt weiter, so. Jetzt töte Morello. Ich fahre heute nur. Und die zielen so scheiße, ey. Mal gucken, wo er reinfährt. Aber jetzt Flughafen? Nein! Er fährt geradeaus, ey. Ich glaub's nicht. Warum das denn jetzt auf einmal, ey? Scheiße. Jetzt mal von der Straße rammen. Scheiße. Habe ich denn auch irgendwie was? Oh, nur... Kacke, ey. Wie soll ich da... Da kann ich noch nicht mit schießen, ey. Scheiße. Normalerweise... Ich kann es ja jetzt sagen. Fährt man normalerweise, ja, zu so einem... Scheiße. Ey, das kann ich doch schon gleich vergessen, ey. Kacke. Der ist gleich weg. Hab ich ja noch nie hergefahren, ey. Und Scheiß, seit ich, also das Spiel habe ich ja jetzt schon, wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, schon so oft gezockt. Wo ist er? Jetzt ist er weg. So oft gezockt und da habe ich ja noch nie hergefahren. Ne? Guck mal, hier gibt es überall noch. Mein Gott, da muss ich mal echt mal so, wenn ich mal Bock habe, alleine, mal hier ein bisschen rumfahren. Ne? In der freien Fahrtoption. Weiß ich, ob man hierher fahren kann dann, aber ich denke mal schon, warum nicht? Ist zwar ein bisschen langweilig, weil hier gibt es ja eigentlich gar nichts. Oh, da sind sie. Alter, ist eine... Cool, ey. Jetzt ohne Witz, ey. Das kenne ich hier gar nicht. Genau. Hä? Brems! Tritt auf die Bremse! Geil, ey. Glaubst du, er ist tot? Also, ich denke schon, ja. Oh, verdammt. Naja, jetzt ist er auf jeden Fall tot. Los geht's. Okay, gehen wir. Fahr zurück zu Larrys Bar oder schau bei Dings vorbei. Ich fahr bei wieder zurück. Das Ende habe ich noch nie gehabt, ey. Also von dem jetzt, von der Mission. Jetzt ohne Witz. Es ist gerade Premiere für mich selber. Cool, ey. Weil, ich kann es ja sagen.
Normalerweise fährt er zum Flughafen hin. Da muss man ihn halt dann am Flughafen hetzen und Flugzeug abschießen. Das ist ja geil, ey. Ja, machen wir wieder links rein, weil... Ich fahr einfach mal hierher. Ja, komm, jetzt habe ich ja Zeit. Mal gucken, wo man hierher hinkommt. Wenn man jetzt hierher fährt. Geil, ey. Bin ich gerade selber ein bisschen erstaunt. Ich habe es auch mal klar gehabt, dass er geradeaus weitergefahren ist, also nicht im Flughafen reingebogen. Aber dann hat er Dings gemacht, wie heißt es nochmal? War zu schnell und dann musste man halt die Mission neu machen. Ist ja geil. Cool. Naja. Man lernt wirklich nicht aus und man, trotz dass man das Spiel schon 7-mal irgendwie durchgezockt hat, hat man immer wieder neue Passagen in dem Spiel, denke ich mal, die man noch nicht kennt. Also, jetzt macht es mir echt neugierig, ob es nicht noch andere Missionen gibt, wo man eigentlich das Ende anders hätte lösen können. Cool, ey. Let's go. Wo fahren wir denn jetzt hin, ey? An so einem schönen See? Mal, jetzt kann ich auch schneller fahren, komm, ey. Ach, da, guck mal. Geil, ey. Da sind sie, ey. Von da oben, ey. Cool. Gut. Mal gucken, wo mich hier der Weg hinführt. Also, ich bin hier noch nie hergefahren. Ich habe zwar jetzt so eine Vermutung, dass ich da oben an der anderen Seite der Brücke dann rauskomme. Jetzt ohne Witz. Aber wenn das gleich jetzt wieder hochgeht, dann weiß ich bestimmt zu 100% eigentlich, dass es wieder... Was ist hier denn los? Ah, Straße gesperrt. Hammer. Oh, man kommt irgendwo anders raus in dem Spiel. Dass man irgendwo auf der Karte irgendwo anders rauskommt in der Stadt wieder. Geil. Man darf jetzt nicht sterben, es wäre natürlich dann blöd. Dabei bin ich ja noch nie weggefahren von der Stadt. Und eigentlich ist es ja nichts Interessantes hier dran, ja? Man fährt hier rum, ja. Aber dadurch, dass ich das erste Mal jetzt hierher fahre, ist es auch für mich sehr als Mafia-Fan, würde ich mal sagen, wirklich, weil das liebe ich das Spiel. Warte mal, jetzt bin ich hier. Es gibt gar keine Karte. Wo soll ich denn herfahren? Komm, ich fahre mal einfach geradeaus weiter. Mal gucken. Hör, warte mal. Ach, hier ist der Flug. Hä? Sind wir jetzt eine rund? Ah, cool, ey. Alle Wege führen wieder zurück. Echt geil. Bin ich aber ein bisschen glücklich darüber, dass ich das Ende jetzt mal gesehen habe, ey. Ich wusste gar nicht, dass es sowas auch gibt, ey. Geile Sache, ey. Und vielleicht gibt es ja auch andere, ja, die das Spiel schon öfters gespielt haben und immer nur das Ende gesehen haben. Oh, ich muss mal langsamer fahren. Das Ende gesehen haben und das andere noch nicht, ey. Das ist geil, ey. Cool. So, jetzt sind wir wieder drin. Dann müsste ich eigentlich mal theoretisch mal bei YouTube echt mal gucken, ob es das andere Ende auch zu gucken gibt, ey. Das wäre ja cool, wenn ich fast der Einzige bin, der das mal gesehen hat, ey. Also, aufgenommen hat und dann gezeigt hat, ey. Geil. Naja. Also, letztes Mal bin ich ja mit dem Bötchen gefahren, ja. Und da kam dann halt ein Kommentar, weil, wie gesagt, ich kenne mich da mit der Seesprache nicht aus. Dass es ja gar keine Seesprache ist, das ist ja nur eine Schiffssprache mit Heck, Bug, Steuerbord, Backbord und sowas. Gut, habe ich halt mal nicht nachgedacht, was ich geredet habe, aber ist auch egal, ey, mein Gott. Jetzt ist es wieder dunkel hier? Ah ne, es ist bewölkt.